die tägliche Karatepraxis. Wenn man täglich eine Tafel Schokolade isst, wird man ein Ergebnis bereits nach kurzer Zeit sehen können. Ziemlich einleuchtend, oder? Genauso ist es mit der täglichen Karatepraxis. Wenn man täglich Karate trainiert, wird man das Ergebnis ebenso nach kurzer Zeit sehen und spüren können. Mein Meister sagt, durch tägliche Übung kannst du alles erreichen. Es ist aber auch wichtig, was wir täglich üben, um etwas zu erreichen. Wenn ich meine Karate-Technik, meine Kata, mein Gespür für die Partnerübung verbessern möchte, dann muss ich gezielt mit spezifischen Übungen regelmäßig trainieren. Ein weiterer Satz eines Meisters lautet, Karate lernst du durch Karate üben. Das macht Sinn, oder? Wenn ich die größtmögliche Aufmerksamkeit, die meiste Übungszeit in die Karate-Praxis stecke, werde ich im Karate Erfolg haben. Wenn ich jedoch mehr Übungszeit mit unspezifischem Krafttraining, Ausdauerlauf, Schwimmen etc., die Bandbreite ist groß, wenn ich Karate-Kas so zuhöre, dann werde ich vor allem in diesen Disziplinen gut, aber nicht automatisch im Karate. Ein schöner Sixpack am Bauch oder massige Oberschenkel unterstützen mich nicht dabei, einen guten Maigiri zu erzeugen. Um das Gleichgewicht auf einem Bein halten zu können, sind vor allem die Füße und ihre Fähigkeiten entscheidend. Außerdem wirkt sich einseitiges und oder auf Masse forciertes Krafttraining unvorteilhaft für die Haltung, Mobilität und Psyche aus. Ein ausgewogenes, spezifisches Mobility-Training hingegen kann wahre Wunder bei einem Karate-Praktizierenden bewirken. Wenn der interessierte Zuhörer dieses Blogs sich nun fragt, wie sie, er die Zeit hernehmen soll, ist meine Antwort eine Gegenfrage. Wie lange dauert es wohl, eine Tafel Schokolade mit Genuss zu essen? 5 oder 10 Minuten? Wenn man sich jeden Tag 5 bis 10 Minuten Zeit nimmt, mit seiner ganzen Aufmerksamkeit Karate zu praktizieren, wird man von dem Ergebnis begeistert, wenn nicht gar erstaunt sein. In 5 Minuten kann man zum Beispiel eine Kata 2 bis 3 Mal konzentriert laufen. Man kann sich 1 bis 2 Ki-Übungen herauspicken und üben. Man kann sich eine Partnerübung mitsamt seinem imaginären Partner vorstellen und im Geiste üben. Man kann 100 Maigiri üben, etc. etc. Das Training im Verein, in der Gruppe, würde das Ganze noch aufrunden. Wer sich in seiner täglich ihm zur Verfügung stehenden Lebenszeit 10 Minuten der Karatepraxis widmet, macht sich selber ein Geschenk. Es wird nach kurzer Zeit zur Gewohnheit werden, wonach Körper und Geist rufen. Ein klein wenig Überwindung am Anfang mit großer Wirkung auf den persönlichen Karateweg.